und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns immer noch in der Diebesgilde und was ich bei der letzten Folge total übersehen hatte, Witzgesicht, ist diese junge Khajiit hier. Die wollte ja auch noch mit uns reden. Zaira braucht euch im Nest. Sie meinte, sie hätte da was für euch. Hat sie gesagt was? Da ist irgendwas wegen dieses Bastards, der Silberkralle aus seinem eigenen Lagerhaus vertrieben hat. Kosch, glaube ich. Irgendein Handelsfürst mit schicken Hosen, der es wohl auf die alten Hehlergeschäfte der Gilde abgesehen hat. Ich werde mit Zaira sprechen. Zaira ist im Nest. Lasst sie nicht warten. Was wissen wir über Kosch? Den Namen habe ich noch nicht gehört, bevor Zaira ihn erwähnte. Irgendein neuer Handelsfürst, der versucht, sich einen Namen zu machen. Aber wollen Sie das nicht alle? Früher kannte die Diebesgilde jeden Schritt, den die Handelsfürsten unternahmen. Traurige Zeiten, traurige Zeiten. Die Diebesgilde beobachtete früher die Handelsfürsten? Wie Reiher waren wir. Unser alter Gildenmeister war ein Meister darin, sie aufeinander zu hetzen. So war es leichter, ihnen in die Taschen zu greifen. Oh, Nikolas, bei den nächsten 5 Getränken stoßen wir auf euch an. Wer sind die Handelsfürsten? Ein Haufen von überkandidelten Banditen, wenn ihr mich fragt. Sie behaupten, ihnen würde die ganze Stadt gehören, nur weil sie von jedem kaufen. Als ob ein Pirat adlig würde, nur weil man ihn mit Gold bewirft. Ohne einen steten Zustrom von erbeuteten Waren wären sie gar nichts. Ja, dann sprechen wir jetzt nochmal eben mit Zaira. Oder wie sie alle sagen, Zaira. Da seid ihr ja. Erinnert ihr euch noch an Silberkralle, den Freund von Velsa? Er ist ziemlich dankbar, dass ihr sein Hauptbuch zurückgeholt habt. Anscheinend hat er die Ohren nach Neuigkeiten über diesen Handelsfürsten namens Kosch offen gehalten. Was schert sich die Diebesgilde denn um Kosch? Als Kosch das Lagerhaus von Silberkralle übernommen hat, schnappte er sich damit auch sämtliche Hehlergeschäfte, die wir kontrollierten. Und wenn er es schon auf unsere alten Geschäfte abgesehen hat, ist die Chance recht groß, dass er sogar noch mehr will. Skomahandel, Sklaverei, Dinge, die wir nie angerührt haben. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Bevor wir Kosch einen ordentlichen Tritt in die Geldbörse verpassen können, will ich, dass ihr herausfindet, wie sehr er sich schon die Hände schmutzig gemacht hat. Ich habe die anderen vorgeschickt, um etwas Vorarbeit zu leisten. Fangt mit Schleicht leise an. Sucht am Hafen nach ihm. Nun gut, ich werde nach Schleicht leise suchen. Ich habe Quen auf eine eigene Mission geschickt. Velsa auch. Sie hat mich nicht mal in Frage gestellt. Sie heckt bestimmt wieder irgendetwas aus. Wie wär's mal mit ein bisschen Vertrauen? Was wissen wir über Kosch? Nicht genug. Einige der Handelsfürsten ziehen es vor, im Verborgenen auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, während enge Vertraute aus ihrer Dienerschaft in ihrem Namen die Geschäfte tätigen. Dann offenbaren sie sich wie ein Käfer im Pudding. Doch was Kosch auch immer vorhaben mag, er verbirgt sich nicht mehr im Schatten. Die Diebesgilde handelte weder mit Skoma noch mit Sklaven? Als Nikolas noch Gildenmeister war, überzeugte ich ihn davon, die Geschäfte mit den Skoma-Händlern aufzugeben. Ganz gleich, was ich von diesem Gift halte. Es ist einfach schlecht fürs Geschäft. Und die Diebesgilde hat nie mit Sklaven gehandelt. Einer der wenigen Punkte, in denen Velsa und ich einer Meinung sind. Na, das ist doch schön. Haben wir hier wieder was Neues zu lesen? Nein, leider nicht. Spencer Ray ist klar. Die sagen, wir sollen da hinten rausgehen. Dann machen wir das doch mal ausnahmsweise. Wahrscheinlich ist es jetzt besser, vorne rauszugehen, aber egal. So, du bist Amelie Kroh. Mit dir darf ich definitiv noch nicht sprechen. Was mir allerdings jetzt gerade aufgefallen ist, der eine Typ ist, glaube ich, weg. Almosen für die Gunst der drei. Mhm. Das heißt, wir hätten entweder mit ihm sprechen können oder mit der Khajiit vorne, so wie es aussieht. So, wir müssen zum Hafen. Siehste, hab ich's doch gewusst.
Da wäre das nämlich viel besser gewesen, wenn wir andersrum gelaufen wären. Moment, hier kann man runter. Da kommt man auch zum Hafen. Ja. Und hier komme ich, glaube ich, schlecht runter an den Dingern. Hier ist ein Weg. Guten Tag. Man muss zu den Wachen immer freundlich sein, es sei denn, sie sind gerade hinter einem her. Dann würde ich sie am liebsten umbringen. Leider geht das nicht. Schlecht leise. Ihr kommt genau rechtzeitig. Was hat unsere geschätzte Gildenmeisterin euch erzählt? Saira meinte, sie hätte euch vorgeschickt, um ein wenig Vorarbeit zu leisten. Gut, denn ich habe etwas gefunden. Der Kapitän der Traumschlange war immer schon an schnellem Geld interessiert. Selbst für eine Piratin ist sie schlampig, sodass sie das ideale Opfer für Kosch ist. Sie und ich haben eine unschöne Vorgeschichte. Haltet sie lieber fern von mir. In Ordnung. Was soll ich tun? Sie trifft sich in der Nähe mit einem Kontakt. Sie neigt zur Prahlerei. Warum sucht ihr euch nicht ein ruhiges Plätzchen und hört euch an, was sie zu sagen hat? Aber der Kapitän ist ein Gewohnheitstier. Sie bewahrt ihre Dokumente immer in der Traumschlange auf. Schaut dort nach, falls ihr keine Lust habt, jemanden zu belauschen. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Sammelt so viele Informationen, wie ihr könnt, und trefft euch dann mit Quen in der Nähe des Hafens. Sie hat zwar ihre eigene Aufgabe, wird aber zweifellos eure Unterstützung brauchen. Was haltet ihr da? Ein Haphyien-Ei. Die sind einfach zum Speien. Ich käme nie auf den Gedanken, wirklich eines von denen zu essen. Aber sie sind auffällig genug, um von mir abzulenken. Die Leute sagen, guck dir diesen Argonia mit diesem widerlichen Haphyien-Ei an. Und nicht, schau mal da, dieser Argonia hat einen hervorragenden Modegeschmack. Nee, das hätte ich auch ohne Ei nicht gesagt. Ihr hattet eine unangenehme Vorgeschichte mit dem Käpt'n der Traumschlange erwähnt. Ich habe dem Kapitän mal erzählt, ich wäre ein reicher Prinz, der ein Schiff sucht, um seine Schätze zu transportieren. Da ließ sie mich ihre Schmuggelverstecke an Bord inspizieren und ich räumte sie daraufhin bis auf das letzte Hemd aus. Nun ja, nicht ganz. Die Augenklappe, die habe ich ihr gelassen. Okay, dann schauen wir mal. Psst, Lust auf leicht verdientes Gold? Ja, immer, aber leider gerade keine Zeit für sowas. Kann ich jetzt hier hoch? Ja gut, ich kann hier auch hoch. Lalala, muss ich noch eine höher? Ja, es ist hier unten, ne? Genau. Leise, soll es denn gleich jeder hören? Eure Leute müssen mit Kosch gesprochen haben. Wir waren auf See. Warum einem Händlerfürsten, der einen Anteil will, von unserem Skooma-Lieferanten erzählen? Sei's drum. Kosch verlangt, dass ich allein in die Zitadelle von Noshira komme. Ins Hauptquartier des Eisenrats? Was hat er denn mit dem... Nein, sagt es mir nicht. Ihr trefft ihn besser, bevor er uns beiden Soldaten des Eisenrats nachschickt. Seid mir nicht böse, aber dieser Fuß sieht immer noch aus, als ob er gebrochen ist. Beziehungsweise das Bein. So, ich habe hier nicht gelauscht. Nein, nein, nein. Wir müssen zu Quinn. Theoretischerweise kann ich hier runterspringen. Na gut, da ist es nicht mehr ganz so hoch. Achso, ja, da hätte ich jetzt auch die Treppen runterlaufen können. Aber egal. Für Quinn müssen wir, glaube ich, hier so ein bisschen klettern. Kann das sein? Hey, da ist sie. War gar nicht so hoch. Quinn, direkt hinter euch ist eine Wache. Sie will aber gerade nicht mit mir reden. Hallo? Quinn! Ich komme hier nicht hoch. Super. Quinn? Saira meint, ich soll auf euch warten, wenn ich fertig bin. Nun, ich bin fertig. Was habt ihr gefunden? Das überflutete Viertel, in dem Velsa lebte. Die Leute dort wussten nach der Flut nicht, wo sie hin sollten. Einer der Vorarbeiter auf der Werft bot ihnen Arbeit, Nahrung und einen Platz, wo sie unterkommen konnten. Das klingt nicht nach einem Problem. Das habe ich Saira auch gesagt. Wisst ihr, was sie mir antwortete? Hätte Zulguk,
auch nur einen Funken Anstand im Leib, würde er ihn sich herausschneiden und ihn verkaufen. Ich wüsste längst, was er vorhat, wenn Saira mir trauen würde. Aber ich darf bloß die Lage auskundschaften, während ihr den lustigen Teil übernehmt. Und was genau soll ich für Saira tun? Zul'Guk hat ein Treffen mit einem kaiserlichen Kunden in einem Gasthaus in der Nähe vereinbart. Es könnte sich lohnen, es zu belauschen. Oh, das Gasthaus hat ein Zimmer an Ventilias Proximus vermietet. Einen kaiserlicheren Namen habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich der Kunde. Das Schloss des Zimmers wirkte unpassend. In Ordnung, ich gehe der Sache nach. Und dann? Sucht Velsa auf, sobald ihr fertig seid. Sie trifft sich mit Silberkralle in seinem Laden. Wusstet ihr, dass er einen Laden hat? Ich frage mich, was er verkauft. Gwen, stimmt etwas nicht? Es ist nichts. Es ist nichts. Geht es dabei um euren Vater? Wie könnte es anders sein? Es ist so schwer, all das hier wirklich ernst zu nehmen. Wenn ich an der Akademie mehr gelernt hätte, hätte ich auch schneller meinen Abschluss gemacht. Er wäre gekommen, um sich die Zeremonie anzuschauen. Er wäre nicht da gewesen, als... Das könnt ihr nicht wissen. Ich weiß, aber wenn ich mir das selbst sage, dann fühlt es sich wie eine Lüge an. Nun hör sich mal einer an, wie ich daherrede. Ich halte euch nicht länger mit meinem Gefasel auf. Es ist schon in Ordnung. Wir sehen uns dann später. Das hört man gerne. Wir sehen uns später, Partnerin. Ich meine, dass die früher aber gesagt hat, dass es in Ordnung ist und dass, dass Freunde dafür da sind. Haben die das geändert? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Vielleicht wisst ihr ja darüber Bescheid. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Versteck benutzen. Es wäre gut, wenn sie sich auch verstecken würde. Hallo? Hallo? Leute! Was ist denn heute mit Teso los? Ich kann immer... Ich habe das Zitadelle von Nushirat zurück. Aber wenn ihr keine warmen Körper mehr habt, wenn Kosch etwas mit dem Eisenrad zu schaffen hat, sind wir beide tot. Ja, ich habe jetzt kein Wort verstanden. Und ich komme jetzt hier auch wieder nicht mehr raus irgendwie. Doch, jetzt kann ich wieder laufen. Trefft Velsa im Laden von Silberkralle. War jetzt auch gar nicht auffällig, dass ich jetzt da gehockt habe. Und die Wache direkt hinter mir. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was heute mit Teso los ist. Hier ist eine Treppe, vielleicht sollte ich da nicht direkt runterstürzen. Aber es scheint heute doch so ein bisschen verbuggt zu sein. Ah, meine diebische Freundin. Schnell, wir müssen reden. Wie schade, dass ich euch mein Willkommen entbieten muss, denn ich bringe höchst unglückliche Kunde. Was ich euch schon bald eröffnen werde, wird euch sehr beunruhigen. Dafür möchte ich mich in aller Form und in aller Demut bei euch entschuldigen. Was meint ihr? Ah, der Ausdruck in eurem Gesicht ist unverwechselbar. Er sagt, wenn ich eurem Gesicht einmal die Worte aus dem Mund nehmen darf, Friede sei mit dir, mein außerordentlich gerissener Handelsfreund. Atme zuerst ein paar Mal ordentlich und ganz entspannt durch, ehe du mir verrätst, um was es geht. Ein. Aus. Ein. Aus. Silberkralle, erzähl mir, was los ist. Velsa ist in die Zitadelle von Noshira aufgebrochen. Sie zwang mich bei unserer langen und profitablen Freundschaft zu schwören, dass ich dies keinem offenbare. Doch euer gründliches Verhör ließ mir keine Wahl. Ich weiß nicht, warum sie zum Hauptquartier des Eisenrads gereist ist, aber ich sorge mich um ihre Sicherheit. Was soll ich tun? Ich möchte natürlich, dass ihr ihr nachgeht. Aber ihr seid so auffällig. Das Eisenrad wird gleich wissen, dass ihr fehl am Platz seid. Dann ist es also beschlossene Sache. Ihr werdet euch mit dem prächtigen Perseus Locke im diamantenen Fingerhut treffen. Er wird euch dabei helfen, eine passende Verkleidung zu erhalten. Sagt ihm, dass ich es war, der euch geschickt hat. In Ordnung, ich bin schon unterwegs. Velsa hat mir zugesichert, dass sie die Außenbereiche der Zitadelle von Noshira nicht verlässt. Sie hat es mir zugesichert. Oh je,
Sie wurde gewiss schon gefangen. Wer ist Perzius Loche? Ein geschätzter Freund. Doch das war er nicht immer. Einst waren wir ernste Rivalen bei der Einfuhr von feiner Seide. Doch er stellte sich als guter Sieger heraus und entlohnt mich bis heute für jeden, den ich an ihn weiterempfehle. Ehrlich gesagt ist er also ein ehemaliger Rivale, aber recht großmütig. Ja, hört sich doch unterm Strich sehr gut an. Wir sollen in der Richtung wieder rausgehen. Und dann über uns rein, so wie es aussieht. Oder zumindest irgendwie hier über uns, da anscheinend noch nicht. Da auch nicht. Hier meine ich, konnte man auch rein, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ne, da hinten ist ein Eingang. Ah ja, doch, ich meine, das ist der gleiche Laden. Mein Kostüm. Ich finde das immer noch eins der geilsten. Perseus Loche. Haltet still. Eure Gewandung ist... Das ist doch kein Blutfleck. Oder etwa doch? Silberkralle meinte, ihr könntet mich mit einer Verkleidung versorgen. Hat er das? Nun gut, etwas Atemberaubendes, damit ihr auf der Abendveranstaltung des Handelsfürsten so richtig auffallt. Oder eine Kombination aus lächerlichen Schlitzen und Falten, was euch auch in einem Bordell gut zu Gesicht stünde? Hallo? Ich muss in die Zitadelle von Noshira hineingelangen. Wenn ihr einen Anzug für eine Beerdigung wollt, dann verlangt das Eisenrad sehr viel weniger als ich. Aber vielleicht, ja, in der Gewandung eines Dieners könnt ihr frei umherstreifen, zumindest über der Erde. Und da es meine eigene Schöpfung ist, wird der Stoff atmen. Doch das wird euch etwas kosten. Was, wenn ich nicht zahlen will? Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass ihr aus Abbas Landung kommt. Aber ich kenne eine gewisse Person, die noch nicht für eine ebensolche Gewandung bezahlt hat. Wenn ihr sie in meinem Auftrag zurückerlangen könntet, würde ich sie als Bezahlung einfach eurem Besitz überlassen. Ich werde darüber nachdenken. Ich sähe es zwar lieber, wenn ihr diesen Schmarotzer um seine Kleidung erleichtern würdet, aber wenn ihr euch sträubt, ein paar Münzen zu sparen, dann kann ich euch das Gewand auch sofort verkaufen. Seid gewarnt, im Inneren des Hauptquartiers des Eisenrads wird euch die Verkleidung nichts nützen. Könnt ihr mir keine Uniform des Eisenrads schneidern? Ich wäre zwar dazu in der Lage, doch würde ich das niemals tun. Ich lande lieber nicht in einer Gefängniszelle. Und nur die Uniform allein macht noch keine Verkleidung. Sie haben viel zu viele eigene Signale und besondere Verhaltensweisen. Man würde euch sofort entlarven. Warum sollte mir die Dienerverkleidung im Inneren des Hauptquartiers des Eisenrads nichts nützen? Weil man dort unter Verfolgungswahn leidet. Im Innern sind keine Diener erlaubt. Soweit ich gehört habe, kümmert sich das Eisenrad in seinem Hauptquartier stets selbst um alles. Jeder, der nicht zum Eisenrad gehört oder von einem der ihren begleitet wird, wird umgehend angegriffen. Eine wahrhaft edle Vereinigung. So, Dienerkleidung, die würde jetzt 900 Gold kosten, was in Ordnung ist. Also das könnte man noch zahlen. Aber ich möchte mit euch natürlich mal eben durchgehen, was ihr denn machen müsstet, wenn ihr das Geld nicht habt, beziehungsweise nicht ausgeben möchtet. Entsprechend müssen wir jetzt eine Dienerkleidung stehlen. Was? Da kommen wir jetzt nicht durch. Okay, da müssen wir komplett von unten da rein. Wie gesagt, also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der es sich leisten kann, eben das Geld auszugeben. Ist natürlich auch entsprechend schneller. So, Moment, das ist da oben. Da ist schon eine Wache. Die Frage ist, sieht die mich jetzt, wenn ich hier eindringen will?
So, stehlt die Dienerkleidung höher. Das heißt, ihr könnt euch dann wieder auf Kopfgeld einstellen, wenn ihr die Leute nicht umbringen könnt. Das war nicht die Dienerkleidung, die ich eigentlich haben wollte. Oder natürlich, ihr könnt die Dienerkleidung... Das war jetzt die letzte Warnung. Verschwindet! Natürlich! Natürlich sieht er mich genau dann. Ich hoffe mal, da ist jetzt kein anderer mehr hier. Weil die Wachen sollen mich natürlich nicht sehen. Ja. Und jetzt habe ich genau das Problem, was ich eigentlich vermeiden wollte, weshalb ich gerne die 900 gezahlt hätte. Ich werde mal kurz das Kopfgeld loswerden. Und wir haben ja jetzt die Verkleidung. Das heißt, wir müssen jetzt Velsa vor der Zitadelle treffen. Da der Abschnitt allerdings noch eine Weile dauert, würde ich sagen, machen wir hier wahrscheinlich erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.